Hey, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phantasmagoria für den PC. Im letzten Part haben wir sehr, sehr viel Lore gehabt, sehr viel erfahren von Malcolm, von Luan und so weiter und so fort. Einfach generell, was mache ich eigentlich gerade? Moment. Das Bild war noch nicht immer so, oder? Wie? Okay. What in the world? Hat Don das gemalt? Okay, wie auch immer, relevant hier. Und wir sind im letzten Kapitel angekommen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das für mich heißt und was ich machen muss. Aber ich vermute mal, dass jetzt gleich die Post abgehen wird. Oh, das Zimmer ist offen. Bevor ich da jetzt reingehe, ich will mal kurz eine Sache abchecken. Sorry. Ach ja, der war ja kaputt. Ich wollte gerade nochmal gucken, weil wir hatten ja vor zwei Parts oder so, glaube ich, diesen Zahlen-Buchstaben-Salat-Code da gehabt auf dem Laptop. Und ich wollte gerade nochmal gucken, eigentlich, ob ich das irgendwie boah, ich verliere gerade übelst den Faden, Leute. Hello. Ob ich das irgendwie lösen könnte. Aber offensichtlich hatte ich vergessen, dass der ja kaputt war. Okay, es gibt eine Sache, die ich weiß, die ich mehr oder weniger aus Versehen gelesen habe. Und zwar habe ich gelesen, dass ich am Anfang des Kapitels nochmal hier reingehen sollte, bevor ich zu Don gehe. Das ist alles, was ich weiß. Das habe ich, naja, sagen wir mal, ich habe mich aus Neugierde über ein Easter Egg belesen und bin dann, naja, sagen wir mal, in der Zeile verrutscht und habe das gelesen. Es ist nicht sonderlich relevant, glaube ich, aber man soll hier vorher mal reinkommen, um das hier zu bemerken. Das. What the hell? Okay, ehrlich gesagt habe ich mir da jetzt mehr von erhofft. Ach ja, und da konnte man ja nur reingucken. Okay, gut, egal. Dann gehen wir jetzt mal mit Don sprechen, würde ich sagen, der ja gerade überhaupt nicht in der Intro-Sequenz dieses Kapitels komplett ausgerastet ist. Mal eine andere Form von Ausrasten zum Glück als noch vor ein paar Kapiteln, aber trotzdem nicht die angenehmste. Jo. Body is a wonderful thing, but the head is useless.
very good subject, Adrian. You cooperated with me very well. Ich will Draincleaner, ich will das Buch, ich will Kisten. Ich kann was machen. Ich kann mit dem Draincleaner interagieren. Au. Oh nein. Oh Gott. War das falsch, dass ich das Buch genommen habe? Jo. What the fuck? Okay, man kann sterben. Oh Jesus, ich habe den Endkampf erreicht, oder was? Would you like to try again? Yes, quit review? Was bedeutet review? Ah, von hier aus nochmal. Okay. Ah ja, ich glaube, da stand was im Handbuch von mir. Okay. Ich kann nichts machen. Ah, okay. Review heißt einfach, dass ich quasi nochmal gucke, was genau ich gerade gemacht habe. Ah, ja. Aber quasi dieselben Fehler sozusagen mache. Dann renne ich ohne das Buch zu nehmen, I guess. Yeah. Jesus. Okay, also kann ich jetzt wegrennen? Ja, kann ich. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Runter? Wieder zurück? Moment. Scheiße. Oh Gott, ich gehe erstmal hoch. Wo waren nochmal die Secret Passages? Hier war keiner drin, da war keiner drin. Ich will runter, glaube ich. Wer war hier oben? Ah ja, da ist einer, genau. Ist hier noch irgendwas, womit ich interagieren kann? Falsch gelaufen? Oh Gott, fuck. Okay. Please don't. Stop it! Stop it! Kann ich nichts machen? Okay. Oh, von hier aus, try again. Moment, warum sollte ich auf die Couch klicken? Warum habe ich jetzt auf die Couch geklickt? Was bringt mir das? Ich sollte wahrscheinlich schon eher durch die... Wahrscheinlich nicht hier hin. Oh, versteckst du dich jetzt? Adrian, are you in here? Where, oh, where is my Adrian gone? I just want to kiss your face, honey, and then rip her head off. Woo, surprise! Woo, surprise. Alright, got it. Ja, alles klar. Okay, nochmal. Ja, dann halt in die Secret Passage. Weiß auch nicht, warum ich das nicht direkt gemacht habe, ehrlich gesagt. Runter. Weiter. Nur so sehr kommt. Warum gehst du jetzt wieder hoch? Was machst du? Ah. You gonna come up and join the party? I think so. Come on, Adrian. Nee. Tu was. Ich
Ich kann hüpfen. Hüpf! Jetzt denk nicht noch länger drüber nach. Achso, ich kann mich schon bewegen. Scheiße. Oh Gott. So, ich dachte, sie guckt sich noch doof um. Ja, dann halt noch weiter runter. Ja, let's go. Nee, runter. Moment, das ist der falsche Fahrstuhl. Gehst du jetzt wieder hoch? Oh. Scheiße, ich glaube, das ist doch falsch. Ah, ich will doch nicht wieder hoch. Er ist doch oben. Mich verwirren die Pfeile halt noch ein bisschen, so welcher mich jetzt genau wirklich wohin führt. Oder ich habe ihn jetzt ausgetrickst. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Hm, ja, diesmal ist er nicht hier. Okay, wohin kann ich noch? Ich kann da rein, aber das bringt mir nichts. Wobei doch, da ist was. Oh, eine Scherbe. Oh, das ist schlecht. Moment, dann kann ich jetzt vielleicht runter und das Buch holen, oder? Oh, Jesus, das ist ganz schön stressig gerade hier. Schnell da rein. Buch holen. Daggett. Daggett vielleicht schneller. Oh, das ist schlecht. Ui. Okay, ich kann ihn mit diesen Gegenständen zumindest immer mal kurz staggern. Ja, ja, aber jetzt lauf schnell an ihm vorbei. Okay, ich will jetzt runter. Wo will ich eigentlich hin? Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin will. Ich gehe einfach jetzt mal runter. Vielleicht noch weiter runter? Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich hin will, wirklich. Vielleicht in das Theater? Oh, fuck. Nicht wehren. Nein. Okay. Got it. Kennen wir. Okay, das. Warte mal, das Buch habe ich. Okay, dann gehen wir nochmal. Er ist irgendwie schneller. Dann ist er wahrscheinlich über die Secret Passages schneller, I guess. Moment, dann probiere ich den Weg jetzt nochmal, ja. Ich habe jetzt schon zwei Items verbraucht. Das muss ja noch gehen, sonst würde mich das Laden ja nicht immer wieder hierher bringen. So, dann benutzen wir den einmal. Das kann ich auch wieder nicht überspringen. Fährt er mich jetzt wieder hoch? Nee, apparently nicht. Ich habe Angst, dass er mir dann jetzt wieder irgendwo entgegenkommt. Das fühlt sich nicht so an, als hätte ich eine andere Chance. So, jetzt nehmen wir mal den, genau, wir benutzen den. Oh, komm, aber da kann man ja runter zum Theater. Und da war er ja gerade. Fuck. Auch nicht die klügste Entscheidung, oder? Darunter ging's nicht. Wer ist das? Das ist Harriet? Oh, Jesus. Was ist das? Oh, das ist alles belastend hier gerade.
Schneemann. Den habe ich Ihnen ganz am Anfang gegeben, oder? Das hier eigentlich nochmal. Ach, die Brosche. Nein. Nee, weg damit. Oh Gott, was kann ich tun? Mit dem Schrank interagieren? Das ist nicht klug, oder? Ich kann mich da ja nicht verstecken. Nee, versteck dich da. Ach, das wird nichts. Okay, das ist wieder Game Over, glaube ich. Oh, Adrian! Adrian, my love! Adrian, where are you? Hey, honey, my hair is a wreck! Das ist ganz schön Psycho. Okay, gut, das kennen wir ja schon alles hier. Aber das mit dem Schneemann, das kann ich auf jeden Fall nochmal machen. Aber dann ist jetzt die Frage, wie komme ich aus dem Raum hier wieder raus, ohne ihm mitten in die Fresse zu rennen? Ich kann hier gar nichts anderes machen, außer mich in dem Schrank zu verstecken. Warte mal, hatte ich da gerade irgendwann nochmal die Option mit Gegenständen was? Kann ich ihn nochmal wegschlagen mit dem. Oh, Adrian! Adrian! Ich kann nichts machen. Doch, kann ich! Surprise! Ui! Jetzt ist er bewaffnet und ich. Ja, kacke. Tür ist zu, nimm den Secret Passage, fahr wieder weg, fahr wieder mit dem Fahrstuhl einfach weg. Okay, das ist. Okay, auch nicht der richtige Weg. Das ist ganz schön schwer. Also, ich denke mal, das hier ist ja schon der richtige Weg soweit. Dass ich das mit dem Schneemann nicht überspringen kann, das nervt mich gerade ein bisschen. Moment mal, wo ist mein Poker jetzt hin? Warum ist der Gegenstand weg? Adrian? Oh, Adrian! Adrian, my love! Adrian, wieso ist mein Item weg? My hair is a wreck. Oh nein, ist das jetzt ein Bug? Adrian! Oh, Adrian! Where are you? Scheiße. Mein Gegenstand ist weg. Mit dem ich ihn jetzt eigentlich immer überwältigt habe, ne? Na, der ist auch komplett weg. Geil, ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Okay. Na, dann machen wir, glaube ich, an der Stelle mal einen kurzen Cut, liebe Leute. Wir sehen uns hier gleich wieder. Ich muss nur meinen Stift finden, um mir das aufzuschreiben. Bis gleich. Alright, ich bin jetzt wieder in die Secret Passage und Reload hat zum Glück schon gereicht. Jetzt ist die Frage, was soll ich jetzt tun? Kann ich jetzt doch hier runter oder? Weil beim letzten Mal hast du den Sprung nicht geschafft, ne? Schaffst du den jetzt? Auch nicht, fuck. Dang it. Das ist auch nicht der richtige Weg. Da muss ich jetzt nochmal das mit dem Schneemann angucken. Nee, okay, hier ist jetzt ein neuer. Dann gibt es da noch einen anderen Ausgang. Ach ja, in die Kapelle. Was denn aber, was gibt's?
Moment, bin ich jetzt zurückgelaufen? Fuck. Warte, hier war ich noch gar nicht. Blut. Oh nein! Cyrus! Nein! Oh Mann, ihr Arm. Oh yo, wo sind wir denn hier? Du hast geleuchtet. Wo in aller Welt sind wir hier? Sind wir in der Krypta? Alright. Schlecht. Was ist das? Hä? Moment, was war denn daran jetzt? Mann, wieso bin ich jetzt hier drin gefangen? Niemand auf ihn benutzen. Look, look, honey. Look, this is no man. Remember this. Ich kann wieder was machen. Okay, da konnte ich gerade noch irgendwas machen, aber mit welchem Gegenstand? Sicherlich nicht mit den Schlüsseln. Ja, okay. Okay, also das mit dem Schneemann scheint ja schon mal nicht falsch zu sein. Aber was jetzt? Wieso ist es da mal kurz rot? Warte mal. Habe ich die... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das jetzt? Oh oh. Das sah aus, wofür wir so viel Geld bezahlt haben. Jesus. Bewegt deinen Arsch. Oh Gott. Oh fuck. Ah nein, fuck, da geht's noch nicht weiter. Scheiße. Okay, reload. Machen wir Tomb Raider Legend Style jetzt.
Do it. Oh Gott. Aber bitte Achtung, es geht da recht tief runter. Move. Bitte. Ich kann nichts machen. Bitte, Adrian, du musst es von allein schaffen jetzt. Bitte. Bitte. Das Wasser macht die Rohre ganz sicherlich auch nicht rutschig. Denn jetzt gelandet. Okay. I might have made a mistake. Vielleicht soll ich die Tür erstmal zumachen. Okay, lauf. Lauf. Was ist denn das? Und wer bist denn du? Sultan? Wirklich, bei aller Liebe ist gerade, Sultan, hi. Keine Zeit, um so langsam zu laufen. Was soll ich tun, was soll ich tun? Buch, Buch! Wofür habe ich dieses Kruzifix da eigentlich jetzt im Inventar? Falls es eins ist, dieses Kreuz halt. Can I remember this? Stati intra circulum magicum. Let's see. Stand inside circle. Magic circle. I'm already in the circle. Ponete, fascinum, in paganum, apertum, liberi. Place, talisman, in open book page. Talisman. Talisman? Shit. Na, das hier dann. Oder auch nicht. Sultan vielleicht, Talisman? Schneller vielleicht, Adrian? Wie viel Zeit sie sich lässt, Alter. Shit. Talisman, offene Seite, bitteschön. Do it. Okay, now what? Stati, sanguinum. Sanguinum, Blut. Sanguinum. Blut, menschliches Blut. Drip blood from alive.
living man. Person. Over the talisman. Die Brosche, Granate. Can I do this? Tenete, hoc batum, super fascinum, et cantate, hoc carmen. Hold blessed item over talisman and say this incantation. Oh ja. Jetzt wird's langsam knapp hier. Du hast doch die Anweisung gelesen. Warum lässt du dir jetzt Zeit? Adrian, hallo. Ich hätte gern meinen Cursor wieder. Dankeschön. Weg damit. Und hier, bitteschön. Und now do it. Designer, written by Roberta Williams. Dieselbe Dame, die auch King's Quest 1 bis 7 geschrieben hat. That's it. Oh nein, ich wollte die Credits nicht überspringen. Nein! Nein! Scheiße. Okay, da mache ich meinen eigenen Sound mal ganz kurz ein kleines bisschen leiser. Das war's mit Phantasmagoria. Ich glaube, ich habe ein bisschen was zu sagen, fazitmäßig. Ich muss noch meinen Sound noch ein bisschen leiser stellen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren hier. Okay, erstmal nice. Durch. Okay. Hat geklappt. Ich bin zufrieden. Wir haben es geschafft.
Das Ende war ganz schön schwer. Also man konnte zwar immer wieder zum letzten Step rewinden, aber da die richtigen Entscheidungen schnell genug zu treffen, das war gar nicht so einfach. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt die bestmöglichen Entscheidungen getroffen habe, weil ich irgendwie random manchmal hier mit dem Hammer irgendwo zugeschlagen habe und so. Naja. Mein Fazit zu dem Spiel ist ein bisschen durchwachsen. Insgesamt mochte ich es sehr gern, weil ich es bei Spielen sehr mag, wenn sie Atmosphäre erzeugen. Das ist für mich mit das Wichtigste. Deswegen mag ich zum Beispiel Spiele wie Dishonored oder Gothic auch sehr gerne, weil die Spiele haben viele Schwächen, aber die Atmosphäre ist so stark, dass sie das alles überschattet. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich hier teilweise auch. Das Spiel hatte definitiv seine Schwächen, aber die Atmosphäre war sehr stark, was vieles, vieles überschattet, überdeckt hat, für mich zumindest. Yeah. Die Charaktere waren eigentlich alle ziemlich cool, muss ich sagen. Klar, sie waren recht flat und sie waren jetzt auch nicht professionell geschauspielert. Aber es hat doch schon so, gerade an ja, so 70er, 80er, 90er, early 2000er Horrorfilme erinnert, gerade in der Richtung, gerade dieses dämonische Geisterbeschwörkram und so, das hat schon so Züge gehabt. Also man merkt schon sehr, dass es sehr versucht hat, diesen Stil von solchen Filmen einzufangen. Fand ich daher insgesamt total cool, weil da kann es jetzt anderen Leuten definitiv anders gehen als mir, aber ich bin halt ein totaler Digger dafür. Das habe ich ja, glaube ich, im Laufe des Let's Plays schon öfter gesagt. Gib mir einen Horrorfilm, der im Rahmen 1970 bis 2000 erschienen ist und ich werde ihn lieben, egal wie scheiße er ist in der Regel. Das ist so a thing for me, damit kann ich einfach wirklich, wirklich, wirklich viel anfangen. Meine Story hat da begonnen mit dem ersten Halloween und dem Suspiria aus den 70ern. Die haben mich so gecatcht, dass ich das einfach liebe. Ich habe da auch an teilweise viele dieser Filme denken müssen. Ich habe an Suspiria ein paar Mal denken müssen, an Prince of Darkness auch ein paar Mal denken müssen und an diverse andere. Was ich schade fand, ist, dass es sich so sehr in diese Geister besessene Exorzismus-Schiene bewegt hat. Ich hatte am Anfang noch ein bisschen mehr das Gefühl, hier kommt mehr wirklich so ein Horror-Slasher auf uns zu, wo jetzt so ein oder zwei, keine Ahnung, ein Killer oder eine Entity, und dass das mehr noch eine Rolle spielt und nicht nur dieses so, er wird besessen und dann verfolgt er mich ziemlich klar als Dämon und dann verfolgt mich der Dämon, der ziemlich schlechtes CGI war. So. Fand ich auch cool, aber ich hatte mir gehofft, dass es noch ein bisschen mehr in eine andere Horrorschiene geht. Genauso, was mich ein bisschen enttäuscht hatte, war das Progressing der Geschichte. Ich fand, es hat an sich recht stark angefangen, damit, dass man erstmal einfach nur so normale Sachen machen muss, so wie einen fehlenden Schlüssel aus der Stadt besorgen und Rohrreiniger kaufen und so. Sowas erzeugt irgendwie Atmosphäre am Anfang, mochte ich sehr. Aber ich finde, dann hatte ich zumindest zu lange das Gefühl, dass es ja bald erst losgeht. Und ich hatte wirklich so bis Mitte Kapitel 6 das Gefühl, ja, es geht gleich los. So, ich hatte mir erhofft, dass so die Tode, die Morde schon früher beginnen. Das hat man dann ein bisschen so durch diese Flashbacks gesehen, was ganz cool war. Aber ich hätte mir erhofft, dass das, was man jetzt ganz am Ende hatte, diese Verfolgungsjagd quasi, dass dieses Prinzip von Spiel und diese Form von Suspense schon früher aufgetaucht wäre und dann vielleicht nochmal abgeklungen wäre und dann am Ende wieder eskaliert wäre. So, da hätte ich mir ein anderes Pacing von der Story gewünscht. So an sich fand ich es dadurch jetzt, wirkte es sehr kurz, weil irgendwie eigentlich nur der Anfang und das Ende wirklich relevant waren. So hatte ich teilweise das Gefühl. Die Punkte zwischendurch waren ja wirklich nur halt einfach das Haus zu erkunden bis zum Ende. Natürlich gab es dann immer ein bisschen Backstory, so das war an sich schon cool, aber wie gesagt, ich hatte mir einfach ein anderes Pacing erhofft und würde es mir jetzt rückblickend auch wünschen. Insgesamt aber trotzdem sehr cooles Spiel und ich freue mich sehr, dass ich das jetzt gespielt habe. Es war kürzer als erwartet, muss ich definitiv sagen. Aber bei Sierra Point & Clicks kann man sich in der Regel darauf verlassen, dass man ein gutes Produkt
am Ende da auch hat. Eines meiner absoluten Lieblings-Point-and-Clicks, Torrance Passage, kommt auch aus dem Haus. Allerdings ganz anderes Theme. Okay, es gibt auch einen zweiten Teil, bei dem weiß ich aber noch nicht, wann und ob ich den Let's Playen werde, weil, also ich besitze den über GOG, allerdings so, und ich glaube auch über Steam, ich bin mir gar nicht sicher, so oder so ist das Problem, es gibt da eine zensierte und eine unzensierte Version. Und natürlich würde ich gerne die unzensierte zeigen, aber die unzensierte Version von Teil 2 hat, soweit ich das gelesen habe, recht viel tatsächlich Nudity, Sexszenen, Nacktheit und auch noch Richtung das, was hier einmal eine Trigger Warning war in Part 4. Und wirklich, glaube ich, nicht YouTube-tauglich ist. Aber ich finde die unzensierte Version nirgends und eigentlich will ich die auch ungern Let's Playen. Das ist ein bisschen schwierig und Teil 2 ist auch noch viel, viel mehr so interaktiver Film. Da ist, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt rumlaufen und erkunden kann. Ich glaube, da ist wirklich, sah zumindest auf den Screenshots so aus, wirklich nur Film und Interaktion dazwischen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Genau, also habe ich auf jeden Fall Lust, mir eines Tages noch anzuschauen, weiß aber noch nicht, ob es wirklich als Let's Play funktionieren wird. Deswegen möchte ich da noch keine Versprechungen machen. Okay. Aber dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, Moment, eine Sache würde mich mal noch interessieren. Wenn man ein neues Spiel startet, ja, dann kann man hier das Kapitel auswählen. Wenn ich hier Kapitel 7 starte, mit welchen Items starte ich da? Guck mal, da starte ich nämlich ohne die Brosche. Ich habe den Hammer und den Poker, ja, und die beiden Schlüssel, okay. Aber ich habe die Brosche hier jetzt zum Beispiel nicht. Was würde ich denn da jetzt machen am Ende? Mit dem Schlüssel aufschneiden? Oder müsste ich, beziehungsweise könnte ich noch einen anderen Gegenstand finden? Hm. Das ist sehr interessant, finde ich. Ha, ja, hier auch dieselben Gegenstände. Naja, okay. Wie auch immer. Was haben wir hier? Nee, warte, da wollte ich hin. Weg. Das war's jetzt erstmal mit dem Let's Play. Wie gesagt, demnächst im Laufe des Monats startet dann das Let's Play zu Fahrenheit bzw. Indigo Prophecy. Ihr könnt da gerne nochmal in das vergangene Monatsvorschau-Video schauen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Let's Play. Ich hatte es auf jeden Fall. War was anderes. Und, ach ne, hier war das mit dem Kapitel 7 nicht im Handbuch. Na ja, ich glaube schon, wie auch immer. Egal. Liebe Leute, auf Wiedersehen. Macht's gut. Ich bin der Julian. Tschüss. Lasst mir gerne in den Kommentaren eure Meinung zum Spiel. Ne? Bye, bye.